Jo, ich bin auch scheinbar richtig blind. Willkommen zurück hier zu SpongeBob The Cosmic Shake. Ja, ich habe jetzt ja, da der Rick mittlerweile auch angefangen hat zu Let's Playen, nochmal dieselbe Stelle gesehen. Bei der großen Krabbe ist es, glaube ich. Oder bei Sandys Kuppel. Auf jeden Fall irgendwo in einem der beiden Bereiche im Bikini Bottom und... Naja, ein bisschen Bräune kann nicht schaden. Aber was, ja, wenn wir ausbleichen und zusammenschrumpeln? Schon gut, Leute. Naja, ein bisschen blässer kann ich nicht werden. Ja, jedenfalls, da ist mir aufgefallen, dass ich da Notizzettel vergessen habe, den man eigentlich locker hätte sehen müssen. Und ich habe ihn bei Domi, glaube ich, auch schon gesehen. Also ich weiß nicht, wie ich diese Stelle übersehen konnte. Ich habe einfach einen Schalter nicht, ja, nicht gesehen, offenbar. Und das hier sind tatsächlich irgendwie so Dinger, die runtergehen. Gut, gut. So, wir müssen Socken finden, ne? Vier Stück, wie war es jetzt? Ja, steht ja auch da die ganze Zeit. Das kann man leider, glaube ich, nicht ausblenden, oder? Alles, das stört mich ehrlich gesagt auch ein bisschen bei den Thumbnails. Deswegen gucke ich mir jetzt gerade nochmal an, ob das irgendwie... Ja, Steuerung. Nein. Ziel immer sichtbar. Aha. Ist das dann auch... Na, das ist natürlich da. Ach, lol. Nee. Ach so. Die werden mir einmal ange... Ist das auch mit dem HUD verknüpft eigentlich? Ja, tatsächlich. Das finde ich super. Also man hat zum einen jetzt eben nicht mehr die ganze Zeit das Ziel im Blick. Das macht es theoretisch ein bisschen schwieriger. Aber vor allem stört mich das die ganze Zeit, dass es da sichtbar ist. Und ich finde das doch schon deutlich besser, wenn es nicht sichtbar ist. Wie gesagt, vor allem für die Thumbnails. Weil da immer so ein Stück dann im Bild ist, was eigentlich da nicht rein soll. Das ist viel besser. Nach ranzigem Tang, alles klar. Und das... So viel Sand in den Mund. Ich hab schon welchen gegessen. Maul halten. Ich mag's, Leute zu schlagen. Ja, die Sache ist halt... Ich bin Breath of the Wild gewohnt. Und da kann man halt jederzeit wieder neu gleiten. Und das geht hier halt nicht. Wenn man dann einmal aufhört zu gleiten, dann war's das. Dann stürzt man unweigerlich in seinen Tod oder wohin auch immer man gerade landet. Und da ist das Surfbrett. Ich frage mich, was ich damit machen soll. Einfach nur das hier einsammeln oder hat das auch wirklich ein... Oh, vielen Dank, Patrick. Ich war ein bisschen tatsächlich überrascht, wann es geendet hat. Auch wenn klar war, dass es endet. Oh, stark. Stark runterfallen bitte, ach schade. Das wäre schon lustig. Ich frage mich, ob man da drüben auch hin käme. Hier unten ist auch nochmal ein bisschen. Da komme ich gerade her, da bin ich hochgegangen. Na, wie auch immer. Ich sag ja irgendwie, ich... Ich kann mich super schlecht in den Welten hier orientieren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Zack. Jo, das muss ich jetzt auf jeden Fall auch so lange sehen. Vor allem kann ich mir eh wieder nicht merken, auf welcher Seite genau die jetzt da sind. Und kann ich da ohne weiteres rüberschweben? Ich schätze nicht. Oh. Läuft auf Zeit, kann das? Oder was sind das für Geräusche? Ist es einfach nur generell so im Soundtrack irgendwie drin? Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall, wenn dann genug Zeit. Ja, warte mal, lassen wir das mal gerade. Weil das wird wahrscheinlich wieder sowas machen. Schätze ich jetzt mal. Gucken wir uns also erstmal hier um. Ja, ich finde das so angenehm, dass es jetzt nicht mehr im Bild ist, ne? Das ist schön. Nee, ich hätte... Ja, labert halt noch mehr Layer drüber. Nee, aber ich dachte ehrlich gesagt einfach nur, dass das die ganze Zeit ein Cursor quasi ausblendet, der mich da in richtige Richtung leiten will. Aber nein, es ist nicht so. Es blendet auch dieses Hauptziel hier aus die ganze Zeit. Das ist auch einfach sehr, sehr angenehm. So, weg mit dir. Weg mit dir. Geld haben wir auch hier noch, ne? Erstmal. So, was ist denn jetzt hier alles los? Ist auch schon wieder ein Boot. Ach so, der geht aber wieder zum Anfang zurück hier. Ja, was heißt jetzt die Socke in die Richtung? Ja, das ergibt ja keinen Sinn. Ist ja ein Roundtrip hier. Wir können aber jederzeit L1 drücken, ne? Und dann werden uns hier die Ziele angezeigt. Das ist ja auch echt praktisch. So, was haben wir denn hier noch? Lohnt sich das? Ach, was soll's. Versuchen wir's. Das kennen wir aus Twin Insanity. Wo ich es auch meistens nicht hinbekomme. Ja, das war doch erfolgreich. Aber das waren echt nur Einzelne. Ich dachte, das wären tatsächlich 10, aber nein. Es sind nur Einzelne. Richtig billig. Die gönnen mir ja gar nichts.
Was sie nur. Ich muss auch immer noch diesen Dingsda-Hund immer wieder finden, ne? Hier. Also auch hier die Augen offen halten. Kommen wir jetzt hin, Leute? Weiß ja nicht, ob ich da so oder so noch hinkomme. Deswegen, versuche ich jetzt einfach mal rüber zu leiten und ich glaube, das klappt nicht. Nein, okay. Also da drüben müsste eigentlich ein Surfbrett sein, das wundert mich halt so. Vielleicht spawnen die erst ab einem bestimmten Fortschritt. Dann machen wir wohl doch erstmal normal weiter. So wie es das Spiel von mir möchte. Das ist aber irgendwie, es ist jetzt nur ein Rückweg, oder? Okay. Ich glaube, ich bin doch ein bisschen freier in meinen Handlungen, als ich glaube. Ah, und ja, gut, ich verstehe das jetzt gerade auch, glaube ich mal. Das ist nämlich hier so ein einmal rundherum Trip, glaube ich. Ja. Tauchst du auch wieder auf? Ja, nein. Oder auch nicht? Ja, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Ehrlich gesagt. Na gut. Wenn die jetzt schon mal hier sind, dann machen wir ja schon mal alles. Aber ich dachte, damit könnte man auch darüber kommen. Und ich könnte mir auch weiterhin vorstellen, dass es so ist. Oh, wow. Ich wollte gerade von ihrem Job erzählen. Willst du noch mal? Nein? Auch in Ordnung. Nö, die hasst mich jetzt. Dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, apropos hassen, die Kenny vs. Benny-Folge sind hier online. Es war tatsächlich offenbar so eine YouTube-Geschichte, dass da irgendwie Sachen zu böse waren. Weil YouTube hat ja auch neulich wieder Richtlinien aktualisiert von wegen so, ihr dürft jetzt aber gar nicht mehr fluchen hier. Vor allem für die Monetarisierung natürlich. Und da waren wohl ein paar Kenny vs. Benny-Folgen ein bisschen zu extrem. Ich meine, gut, klar, die sind auch, die sind vor allem widerlich. Oh shit. Aber, naja. Das ist halt einfach lächerlich. Ich fand's aber interessant, er hat nämlich die Folgen, die nicht mehr auf YouTube sein dürfen, von der Plattform aus gesehen, die hat er jetzt auf einen eigenen Patreon gepackt und da fand ich sehr interessant, da mal seine Beschreibung quasi zu lesen. Da habe ich nämlich gelernt, dass Kenny tatsächlich ein Schreiber von South Park war, was mich so absolut nicht wundert. Also ich meine, ich kenne South Park nur so vom Image und das reicht mir auch. Das gefällt mir hier gerade nicht. Ach, da komme ich aber eh noch nicht lang. Und da ist einfach nur eine Dublone. Okay. Also das ist so ein, ey, merkt ihr das mal, Ding. Das ist in Ordnung. Nee, aber so vom Image her und das deckt sich eins zu eins mit dem, was so in Kenny vs. Benny denn von Kenny so zu sehen ist. Meistens sein Arsch. Ja. Komme ich da jetzt auch noch rüber? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Also ich muss da auf jeden Fall ja rüber. Noch hin. Da ist die letzte Socke, aber die vorerst letzte, sollte man vielleicht auch noch sagen. Das ist jetzt aber erst erschienen, oder bin ich? Oder? Ah, ja, jetzt hat es auch noch den Time ihrem Job gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt neu gekommen ist oder nicht, aber ja. Ich hoffe, der Holländer wird mich da nicht direkt irgendwie in Gespräch verwickeln gleich. Sondern ich kann hier noch ein bisschen schalten und walten. Das wäre schon ganz nett. Ah doch, die Musik ist so schön fröhlich, das ist toll. Aber ich kann dieses Spiel, das gehört auch dazu, zur Wahrheit, nicht länger als so eine Stunde am Tag spielen. Das habe ich auch schon am ersten Tag ja gemerkt. Part 3 und 4 waren so ein bisschen, ne, weil es jetzt auch ein bisschen gezogen hat, aber auch einfach, weil ich dieses Spiel nicht so lange am Stück spielen kann. Irgendwie. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen diese Einstellung, sage ich mal. Weil ich dann einfach irgendwann keine Lust mehr habe, großartig viel zu reden und kommentieren. Und großartig off-topic zu gehen. Vor allem. Weshalb ich mir dann meistens wenig unterhaltsam vorkomme, wenn es dann eben nicht gerade der erste oder zweite Part des Tages ist hier. Es gibt natürlich Spiele, da ist es komplett egal. Wenn man da schön on-topic bleiben kann, wie zum Beispiel auch so ein Klonor. Vor allem eben, weil es blind ist, aber das ist ja auch blind hier und es passiert halt trotzdem an sich zu wenig, als dass man hier rein on-topic bleiben kann, gefühlt. Ohne mal irgendeinen lustigen Zwischenspruch oder sowas. Deswegen, ja. Ich bin zwar auch froh, wenn man überhaupt mal wieder was besprechen. Das war richtig dumm. Ja, weil sonst ist ja auch nicht gerade selten, dass SpongeBob hier mal ein bisschen rumsingt oder was weiß ich, ne? Oder dass generell hier Leute
Sachen miteinander besprechen. Es ist ja schon recht frequentiert hier. Da ist man auch mal froh, wenn man überhaupt mal ein bisschen Zeit für sich hat. Wie lange explodieren die Dinger denn bitte? Glaub's ja nicht. Ach, die ist halt so herrlich bescheuert, die Musik. So goofy. Goofy Goober. Dann holen wir uns erstmal die Sorge und dann gucken wir mal, was abgeht. Ja. Ja, den Hilfsschrei hat er jetzt aber nicht lange ausklingen lassen. Und das ist tatsächlich storyrelevant, dahin zu gehen. Dann, egal. Dann ist das jetzt sowieso gegessen. Aber das Surfbrett ist jetzt, hat uns quasi verfolgt. Ist uns gefolgt. 8 Dublonen gibt es hier. Eine haben wir schon gesehen, die wir nicht erreichen können. Hat mich nur mal gerade interessiert, wie es darum eigentlich aussieht. So, und jetzt müssen wir halt einfach wieder den Knopf berühren, würde ich sagen, ne? Berühren klingt so, als müsste ich den einfach nur so reindrücken, wie so ein Buzzer. Nee, hier muss man schon richtig reinstampfen hier. So. Da wandern sie wieder. Wobei, nee, muss ich ja gar nicht. Stell dich gerade fest, weil hier ist ja das Surfbrett gespawnt. Ich weiß nicht, was ich hier schon wieder für einen Knick im Gehirn hatte. Kannst du diese Geleewichte beseitigen? Natürlich kann ich das. Ich habe leider nicht mit Larry übrigens geredet, im letzten Level. Der hätte nämlich noch sowas gesagt, da schreit dann ein Fan von wegen so, ja, hier, ich will ein Autogramm, bitte. Und Larry sagt dann so, und ich will, dass du dich beruhigst. War auch gut. Ja. Die nerven mich jetzt hier mit ihrem Badminton. Zumindest sieht es von der Flugkurve irgendwie eher nach Badminton als nach Tennis aus. Da drüben ist auch noch einer, ja. Piratenschiffe kennt man ja auch schon aus Schlacht und Bikini-Bottom. Vom, ja, Friedhof des Fliegenden Holländers. Und da bleiben wir dem Charakter-Troll. Ach ja, stimmt, ich habe ja auch noch die Fähigkeit. Irgendwie gerade wieder ein bisschen. Oh, vergessen. Triff doch mal. Ach so. Jo, das ist es eigentlich. Egal. Na komm, schaff das doch. Mann, SpongeBob. Ich hab nichts gegen einen Sonnenbad, aber wenn du dich beeilen könntest... Du bist doch schon frei, du bist ja nicht mehr gefesselt. Hä? Wie hat er das denn jetzt alleine geschafft? SpongeBob? Patrick? Ihr seid auch hier? Ich dachte, es wäre nur ich und die Sardellen. Wie sind wir hierher gekommen? Weiß ich nicht. Aber irgendwie erinnert mich das gerade ans ASDF-Movie. Darüber können wir später sprechen. Im Moment müssen wir uns darauf konzentrieren, dich und die Sardellen und meine Ananas nach Bikini Bottom zurückzubringen. Sag mal, wo sind die Sardellen? In Bussen wahrscheinlich. Dieser widerliche Schrimp hat uns zusammengetrieben und uns von seinen Gelee-Schergen an Schiffswracks in der ganzen Lagune kleben lassen. Er sagte, wir seien kein Piratenmaterial. Ist doch nicht meine Schuld, dass ich so allergisch gegen Augenklappen bin. Warum machen die das? Nicht den Mut verlieren, Larry. Wir werden jeden Bewohner aus Bikini Bottom retten, der hier feststeckt. Sonst heißen wir nicht SpongeBob und Patrick, die, Piraten-Leute. Ja. Yeah. Kein sehr furchterregender Piratenname. Wir arbeiten noch dran. Danke, SpongeBob. Ich werde nach Hause gehen, um mich zu bräunen und zu trainieren. Mach das. Aber das erste Mal, dass wir auch jemanden einfach mal so heimschicken, ohne selber mitzugehen. Schwinge wie ein Pirat. Oh, wir lernen das Schwingen. Das ist schön. Und ich hole mir gleich mal ein anderes Kostüm, weil... Why not? Was haben wir denn hier sonst noch so? Was war Neues? Ah, den Deckschrubber könnten wir natürlich noch super nehmen. Polieren wir das Deck, bis man davon essen kann. Let's go. Das passt ja noch. Sehen wir aus wie so ein richtiger Lappen. Also so ein Matrose, der überhaupt nichts zu sagen hat. Es leuchtet da so komisch im Hintergrund. Sieht ein bisschen aus wie Kondome. Naja, gut. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Gefühlt nichts übersehen jetzt so. Was ich sagen kann. So, mit R2 schwingen wir. Alles klar. Das konnte man auch schon der Steuerung entnehmen, die dahingehend gespoilert hat. Und auch da kann man wahrscheinlich wieder jederzeit, sobald man das Icon sieht. Oh mein Gott. So ein bisschen wild der Schwung. Dieser Sumpf sieht aus. Wie ein Ort, an dem man Piratengeister finden könnte.
Ja, jedenfalls, sobald das Icon da ist, kann man die Taste drücken und dann, egal wie weit man noch davon eigentlich weg ist, wird man dann erfolgreich sich daran festhalten. Und was leckt das hier denn gerade so? Was soll das denn? Und da haben wir der Sardelle Nummer 1. Die bestimmt noch einen Kramburger will. Auch sehr realistisch natürlich, dass wir einfach so einen Eisenkäfig einfach so kaputt wirbeln können. Aber gut, ich bin auch kein Experte in Karate. SpongeBob auch nicht. Geschweige denn der König. Komm, explodieren mal. So. Let's go! Da ist die Nummer 2. Das muss ja jetzt auch mal ein bisschen frequentierter passieren, weil es sind halt wirklich viele Sardellen. Oh shit. Das war jetzt irgendwie nix. Ja, der Checkpoint ist ja nicht weit weg. Oder landen wir sogar woanders? Ja, wir landen sogar woanders. Ich glaube, den explodierenden. Naja, ich werde ihn jetzt nicht ignorieren, aber ich werde einfach schon mal weiterspringen. Ich hoffe, dass ich das Gelee trotzdem noch kriege. Jo. Das reicht ja schön. Aber ja, hier sind tatsächlich zwei Haken. Hab ich mich nicht verschaut? Nein! Man kann ja doch nochmal. Man kann offenbar doch nochmal. Warum bin ich eigentlich schon wieder tot? Das zieht mir hier alles ab. Wo gehe ich denn jetzt gerade? Ich würde schon gerne nochmal den Weg lang gehen, den ich gerade die ganze Zeit eingeschlagen habe. Sonst verwirre ich mich hier nämlich komplett. Nee, aber ich glaube, das hat wieder so einen viel zu langen Cooldown, dass man das wieder machen kann. Dass es eigentlich so aussieht, wenn man fällt, als könnte man das nicht nochmal machen. Genauso wie auch dieser Rollmove. Wenn man den hier mal macht, hat das auch so einen 2-3 Sekunden Cooldown. So, jetzt aber. Ach, hier sind gleich zwei Sardellen. Hä? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht Nummer 4 gewesen auch, ja. Ist es. Lieferung kommt. Was hat das jetzt zu bedeuten? Warum kann ich die nicht zerstören? Ist das da hinten Perle? Ach nee, das ist ja so ein Badewannentyp. Ach ja, hier ist auch wieder hier so, ne? Ihr seht ja, mit wie vielen tollen FPS das da hinten läuft. mit nicht besonders vielen. Nee, ich gehe dann doch erstmal schön weiter hier die östlichste Route. Nein! Wenn man zu nah an Sachen dran ist, geht das nicht so einfach. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die Dinger damit treffe, aber die Explosiven hier, die TNT-Kies, wie ich sie gerne nenne. Und eigentlich müsste es auch gehen. Erzähl mir doch nichts. Das geht nicht, okay. Dann halt nicht, ist auch nicht so schlimm, wir können einfach drüber hüpfen. Ich hätte jetzt hier zumindest mal was Optionales erwartet, aber ich weiß nicht, ob es optional ist. So mit Dreieck, ne? Nicht, dass wir jetzt hier plötzlich die falsche Taste drücken. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Und das ist auch noch alles wackelig. Oh Gott. Also bisher das... Uiuiui. Skilltechnisch wahrscheinlich anspruchsvoll, was wir hier jetzt gerade machen müssen. Vor allem aber unterschiedlich Tasten drücken. Sehr schön. War optional. Und eine Münze wert. Warum hat er mich jetzt direkt resettet? Achso, ja gut, weil ich wahrscheinlich nicht zurückkomme. Gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte da eigentlich nur die Sachen zerstören, aber das hätte mir wahrscheinlich eh nichts gebracht. Das große Gelee gehört in den salzigen Spucknapf. Der salzige Spucknapf, ja, ja. Ich habe keinen Bock auf diesen Badewannentypen, aber vielleicht kann er mir hier die Tickets kaputt machen. Wäre das eine Option? Dafür müsst ihr überhaupt mal zuschlagen. Ah, ist das ein Tölpel. Nee, der kann ich auch nicht kaputt machen. Selbst der ist zu kacke dafür. Ja, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Wie gesagt, ich will gerade hier diese Kämpfe doch um einiges reduzieren, weil ich das einfach für sinnlos halte. Weil wie viel Gelee geben die mir? 3, 4? Das lohnt sich also gar nicht, jetzt hier eine halbe Minute damit zu verschwenden. Oder sogar länger, wenn man Pech hat. Er gibt mir 5 so, das ist unnötig. Oder waren das 10er? Ich glaube nicht. Also das steht dann in keinem Verhältnis. Also doch, aber in einem sehr schlechten. So, wieder 2 auf einmal. Jetzt steht das auch sogar direkt da. Ja, die mittlere Insel lassen wir einfach mal. Wir gehen einfach einmal außen rum erstmal. Wenn ich jetzt hier nochmal runterfallen sollte, werde ich aber nicht nochmal direkt den Weg einschlagen, sondern werde mir einen anderen suchen. Einen direkteren.
den es höchstwahrscheinlich gibt. Ist das hier eine Wippe? Ja, das ist eine Wippe. Da am Rand kommt man auch nochmal lang, offenbar. Aber das sieht mir sogar eher relevant aus, so überhaupt so. Dass man auch hin muss später. Gehen wir also erstmal weiter. Und jetzt landen wir ja wieder so ein bisschen in der Mitte. So. Also ich denke schon, dass wir die Sardellen noch alle befreien können. Das sind ja auch nur noch 4 Stück in diesem Part. Und vielleicht noch so einiges mehr. Wer weiß. Jetzt hat man hier ein bisschen Drunken Sailor im Hintergrund gehabt. Auch ein Track, den man einfach mit Mr. Krabs verbindet. So, was sind das jetzt fehlklappte Viecher? Na gut. Sind so ein bisschen so Angry Birds irgendwie gefühlt. Komische Viecher. Immer noch besser als diese, die so schnell auf mich zugerannt kamen. So. Auf jeder Seite einer? Ja, dann war es das doch schon, oder? Ja, das waren alle Sardellen. Wenn ich den jetzt da oben noch befreien kann. Na. Komm. Und ein Surfbrett spawnt, was wir direkt am Anfang nutzen können. Und ich schätze mal, das wird uns dann auch noch damit der einen Stelle verbinden, wo ich gerne noch hin möchte. Wenn nicht, dann müssen wir uns das später nochmal anschauen. Aber es ist schon mal schön, dass wir jetzt auch den Hakenschwung hier können. Das ist nur der Weg zurück auch, ne? Aber was ist dann das? Ich hätte gerade gerne Karte, muss ich sagen. Weil das gerade doch ein bisschen verwirrender wird. Na, hier kürze ich theoretisch ein bisschen mit ab, ne? Weil den Weg wäre ich jetzt gleich auch lang gesprungen. Ach ne, Moment, jetzt bin ich wieder am Anfang. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ah. Aber dann habe ich ja trotzdem da drüben noch was übersehen, oder? Also bevor ich jetzt da auf dem Surfbrett weitergehe, will ich doch schon lieber nochmal hier... Hier sind halt vor allem so viele Haken, die ich noch nicht benutzt habe. Aber da ist auch überall nur Gelee so. Also das bringt mich jetzt nicht zu neuen Orten, wo ich noch nicht war, oder? Ne, nicht wirklich. Aber wir können ja mal so einen Roundtrip machen eigentlich. Wobei das ein bisschen gefährlich ist, hier wie das Spiel hier so funktioniert. Ja gut, komm, den einen lass ich jetzt mal zurück. Die Kamera wackelt auch ein bisschen stark dann doch. So, komme ich da noch ohne weiteres auch hin, oder? Sieht mir so ein bisschen abgeschlagen aus, so geheim und so. Deswegen machen wir das doch lieber mal so, weil ich glaube, das ist wirklich ein Geheimnis. Sieht mir nicht so aus, als käme man da so noch storytechnisch hin. Warum singt das Viech? Musikliebhaber. Ich habe auf jeden Fall irgendeine Sache gefunden, die eine Trophäe wert war. Ja, ganz nett, würde ich sagen. Und ich hatte gehofft, dass ich da dran kann, aber ich war mir nicht sicher. Ja gut, ich habe mich auch jetzt schon wieder halb verirrt, also. Kommt man da vielleicht doch schon irgendwie hin? Da ist ja eine Wippe. Aber ich glaube, da dieser ganze Außenweg wird mich sowieso dahin führen. Also ich glaube, da muss ich mir jetzt noch gar keinen Kopf machen. Und das mache ich auch nicht. Dann mach mich lieber wieder auf dem Rückweg. Der dann da lang gehen müsste, glaube ich. Vielleicht. Ne, wobei, nee, das da müsste ich herkommen, oder? Also wenn ich jetzt hier lang gehe, müsste ich doch wieder am Anfang landen, oder? Ja, das sieht so aus. Sehr gut. Hier ist das Surfboard. Okay. Die Tikis, da ignoriere ich mal. Ich wette, wenn wir diese Wracks abstauben und seine Socken an den Fahnenmasten hissen, würde es aussehen, als hätte der Holländer eine ganze Flotte. Dann wüssten alle, dass er wieder da ist. SpongeBob, das ist ein ziemlich guter Plan. Aber Fahnenmasten haben keine Füße. Wie willst du ihm die Socken anziehen? Sehr vorsichtig, Patrick. Gehen wir. Alles klar. Ist das jetzt hier ein Ziel irgendwie? Ja, hisse Socken, alles klar. Ein Moment mal. Ach so, Nebenziele. Nee, ach so, ja, ich habe gerade irgendwie gedacht, hä, muss ich den jetzt hier zweimal finden, ein Fleckchen, aber nein.
Ich habe die Ziele vertauscht. Okay, den Spaß da hinten werde ich jetzt nicht nochmal machen. Den war schon am Anfang der Welt gemacht und es hat nichts gebracht. Also lasse ich so. Ja, genau, den Typen lasse ich auch mal in Ruhe, weil auf den habe ich keinen Bock. Das lohnt sich nicht, nur weil er da Penner. Und was haben wir hier? Wieder genau so ein Schiff wie vorhin, bei Larry. Nur, dass hier jetzt keiner Badminton spielt. Haben auch alle keinen Bock mehr auf Switch Sports. Dem kann man so übeln. Ich hätte jetzt echt richtig Bock auf eine Runde Golf bei Switch Sports, ne? Ja, das ist gelogen. Das würde ich nämlich niemals sagen. Oh. Jetzt muss ich ein bisschen Button-Smashing betreiben. So eine Wäscheklammer würde niemals halten. Niemals. Nur mal so. Könnt's gerne mal ausprobieren. Und da ist auch schon wieder unser Brett. Ich weiß nur nicht genau, wo es jetzt war. Das habe ich wieder nicht richtig mitbekommen. Aber wir werden es schon finden, wenn wir es brauchen. Möchte ich behaupten. Und ja, da kommen wir gleich da auch da hinten hin. Ach, da ist das Brett, ich hab's gesehen. Gut, gut. Was ist jetzt noch in der Richtung? Ja, da ist... Da ist noch ein weiterer Platz zum... Hä? Warum ist denn da eine Socke? Muss ich noch mehr finden, oder wie? Naja, gut. Gehen wir jetzt erstmal hier lang. Und schauen, was hier genau auf uns wartet. Weil den Ort habe ich ja gerade schon von unten gesehen. Ich mag es, dass die Dinger explodieren, aber die mir keinen Schaden machen. Sehr angenehm. Und oh, da kommt jetzt so eine Dublone, sehe ich gerade. Das ist natürlich sehr gut. Oh nein. Natürlich haben wir wieder das gleiche Lock. Das ist belastend. Aber wir haben schon mal den Standort von zwei Münzen theoretisch rausgefunden. Aber die wiederzufinden kann dann sowieso lustig werden. Na, da sind wieder meine tollen Freunde, auf die ich eigentlich keine Lust mehr hatte. Okay, das heißt, da sind wir soweit. Hau ab. Sind wir soweit fertig? Oder können halt noch nicht das machen, was wir machen wollen. Ach, hau doch ab, Kollege. Die sind so nervig, ne? Einen kann ich dir reinwürgen, aber das reicht dann auch. Was machen wir hier? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Muss ich dich töten? Na, ich mach's mal. Komm. Mach was. Jetzt wirbelt er wieder, ne? Ach nee, oder er macht das. Auch recht. Langsam geht der Loop dann doch schon ein bisschen auf die Nerven, weil er halt doch irgendwie... Es ist zu oft dasselbe. Ciao. So, jetzt mach hier bitte was. Das hat ein bisschen was von dem... Ja, doch, das... Ach, okay. Es war notwendig. Ich wäre zwar eher dafür, dass sowas nicht notwendig ist, aber ja. Okay. Irgendwie musste ich da oben ja auch jetzt was machen. Das geht ja gar nicht anders. Und ich denke, das ist auch ein guter Moment, um dann den Part zu wenden. Und irgendwie ist der Mast ein bisschen höher, oder? Kann das? So, warum sind denn jetzt noch so Sockenschilder? Ja, da oben ist noch eine, hä? Ah, ich muss wieder. Ja, okay, ich muss wieder welche sammeln. Alles klar. Warum auch immer. Ist einfach so. Immerhin besser als Kaktussaft. Insofern, bis zum nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Wenn wir da oben weitergehen. Was so ein bisschen aussieht wie so ein Lüftel bei einer Achterbahn. Bis dahin. Ciao.